Leute, der Bitcoin ist jetzt gerade kurz vor den 99.000 US-Dollar und heute ist es wirklich perfekt nach dem ersten Ausbruch so passiert, wie wir es einfach erwartet hatten. In der Telegram-Gruppe 20 Mal geteilt, jetzt bei 95.000 Dollar wäre ein Ausbruch möglich. Und was haben wir gemacht? Ich zeige es euch mal direkt in meinem Chart. Es ist fast schon wirklich wie im Bilderbuch. Teilweise frage ich mich wirklich, wo man einfach bei der Gier zuschlagen kann und warum es so einfach funktioniert. Hier bei 91.600 Dollar diese Korrektur aufgekauft. Natürlich, wir haben Take Profit schon hinter uns. Wir sind bei günstigeren Preisen teilweise schon mit geschlossenen Positionen da. Was natürlich wichtig ist, sind, dass die ganzen Einstiege, die wir über die letzten Wochen und Monate jetzt gemacht haben, teilweise mehrere 100% im Profit sind. Ich zeige euch jetzt einfach mal von meinem Handy meine ganzen Copy Trading Insights. Ich gehe hier einfach rein, geteilte Trades, da sind ein paar offene und insgesamt sind wir, glaube ich, mit 60 Positionen drin, überwiegend schwer long ausgerichtet. Ein paar Altcoin-Trades, ein paar größere Trades im Bitcoin-Spot-Bereich. Und jetzt schaut euch das mal an, Bitcoin, USDT, Coin Margin, da sind wir zu Hause, da macht es am meisten Spaß. Und quer durchgestreut, 400 Dollar einzelne Positionen gewinnen, 700 Dollar, 700 Dollar, 1000 Dollar. 130 Dollar, 400 Dollar, 400 Dollar, 800 Dollar. Ihr seht es, wir sind in Summe 16.000 Dollar mit den Copy Trades Bitcoin Coin Marge mit drinnen. Jetzt habe ich die Kamera verdreht. Chris, darfst du mal winken? Wer seinen Bus noch nicht kennt, wer seinen Kanal noch nicht kennt, einer der verrücktesten Trader, den ich sowieso kenne und freut mich natürlich hier unterwegs zu sein. Seine Videos, er haut ein Altcoin-Video morgen raus, darf man natürlich auch nicht vergessen. Was jetzt für uns aber wichtig ist beim Bitcoin. Erstens, wir haben heute einen Börsentag gehabt, Spot-ETF-Volumen. Ich vermute, das hat heute wieder ein bisschen gescheppert, halber Börsentag nur, weil wir wegen Feiertagen und Co. nicht die ganze Zeit jetzt durchgehend Inflows hatten. Auch gestern war der Markt meiner Meinung oder meines Wissens nach geschlossen. Wenn jetzt das Wochenende kommt und der Preis sich wieder etwas volatiler verhält, möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar, warum haben wir so tief gekauft? Einerseits, ich muss in meinem Profil schauen, ihr könnt mir jederzeit gerne auf Twitter folgen. Ich teile dort alle Insights, alle Daten und Neuigkeiten, die für mich relevant sind. Ihr seht es hier und ich muss mich kurz... Warum das Bild nicht dreht, es sollte drehen, es dreht aber nicht, aber egal, wir schauen uns diese Grafik trotzdem an. Wir haben hier eines gesehen, die Bitcoin Panic Seller waren in dieser Korrektur wieder am Start und genau hier, wo knapp 40.000 Bitcoin, nee 54.000 Bitcoins im Minus verkauft worden sind, es ist fast auf den Dollarcent genau dort unser Einstieg. Ich muss das einfach nochmal reinhalten, da wo im Minus verkauft wurde, sind wir nochmal reingegangen im Copy Trade, in meinen eigenen Positionen. Und was dann noch dazu kommt in Summe, sind natürlich eben folgende Faktoren. Die Sellwall bei den 100.000 US-Dollar, ob es reines Spoofing ist, ob es wirklich die Sellwall ist, die organisch im Markt ist, die wird jetzt auch schon kleiner und es könnte dementsprechend unglaublich spannend werden, unglaublich volatil werden, wenn es hier einfach mal in Richtung 100.000 Dollar geht. Ich persönlich glaube immer noch, es wird drüber scheppern, der Belief wird dann noch viel stärker sein, es wird noch mal mehr Gier da sein, also über den 94er Fear and Greed Index und ich glaube, dann wird es dann doch noch mal etwas kritisch. Ich habe meine Take Profits bei 99.998 Dollar, ich habe meine Take Profits bei 105.000 US-Dollar und dann sollte man einfach genug Profit eingesackt sein, falls es wieder mal nach unten geht. Jeden die Gewinne, wenn es weiter durchzieht und jedem sei es gegönnt, wenn er die Eier hat, weiter long und drinnen zu bleiben. Für mich ist es einfach schon so, wir sind im Bärenmarkt drinnen. Ich habe die letzten zwei Jahre wirklich nur auf diese Momente gewartet und darum bin ich auch dazu bereit, immer mal ein bisschen Chips vom Tisch zu nehmen. Dementsprechend haut euch dann nicht mit zu hohem Hebel rein. Ich bin immer noch straight mit einem niedrigen 2er, 3er Hebel long. Die Links dazu sind natürlich unten in der Videobeschreibung zu BitGet, zu Levex und ihr habt hier auch noch die Möglichkeit, immer wieder in unsere Telegram-Gruppe reinzuschauen. Jedes Update, jedes kleine Chart-Update, ob ich was in meinen Trades verändere, ob ich sonst wo aktiv bin, könnt ihr euch natürlich hier alles kostenlos ansehen. Der Link auch zur Telegram-Gruppe ist hier mit drinnen. Hier nochmal meine Copy-Trading-Statistik, 32.000 Dollar Copy-Trading-Profits für alle Follower, die bei mir drinnen sind, die einzelnen Positionen, auch mal ein Short, der vielleicht ins Minus läuft. Mir ist es wichtig, auch ein bisschen gehedged zu sein, weil dann kann ich in den Korrekturen ruhiger agieren. Hier unsere aktuelle Position mit 36.000 im müsste jetzt eh schon mit 40.000 im Gewinn sein und das können wir natürlich alles schön weiterspielen in Ruhe. Wir sind im Profit, wir haben wenig Risiko drin und dementsprechend sollte man da glaube ich auch nicht jetzt die Strategie
Strategie wechseln, volle Kanne Risk-On machen. So bleibe ich auf jeden Fall dabei. Könnt gerne auch mal reinschreiben, wo eure Positionen gerade stehen, wie bei euch die Profite sind, welcher Coin bei euch am besten performt hat. Und wenn ihr wollt, dann hauen wir uns später, ich kann es nicht garantieren, aber ich werde mich bemühen, einen Livestream noch anzuschmeißen. Könnt ihr gerne abstimmen, Kommentare unterschreiben oder wir machen es so, bei 250 Daumen nach oben haue ich mich heute noch in den Livestream rein, egal wie spät, sobald ich retour bin, machen wir das auf jeden Fall. Dementsprechend, ich wünsche euch immer die maximalen Profite mit euren Investments. Wir sehen und hören uns im nächsten Video, Livestream, Telegram-Gruppe oder in den YouTube-Kommentaren. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann wünsche ich euch immer was. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao.